Herzlich willkommen zurück hier bei CDU TV und ich freue mich jetzt, dass wir den Gastgeber des diesjährigen Parteitages bei uns haben, Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister von Berlin. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich freue mich auch. Frisch aus dem Tagungspräsidium gekommen. Der erste Tag des Parteitags, so jetzt bin ich wieder im Text, der erste Tag des Parteitags neigt sich dem Ende zu und die Großstadt zeigt sich von ihrer besten Seite und Sie haben ja sogar Großstadt in die Veranstaltung geholt mit Currywurst, Falafel, Späti und sogar einem kleinen Club. Sind Sie stolz auf Ihr Berlin? Ja, na klar. Seit gut einem Jahr regieren wir jetzt diese Stadt. Die CDU hat gezeigt, wir können auch in großen Städten Wahlen gewinnen, wir können Metropolen gut regieren und das rüberzubringen, auch nochmal auf diesem Parteitag, auf diesem wichtigen Parteitag, wo es um Zukunftsfragen geht, um die neuen Herausforderungen und Antworten auf diese neuen Herausforderungen, freut mich das natürlich ganz besonders. Und wenn man so ein bisschen Berlin hier auf dem Parteitag präsentiert, glaube ich, ist es schon ganz gut, weil das Entscheidende für die CDU in ganz Deutschland ist ja, dass wir Stadt und Land gemeinsam denken und gemeinsam machen und nicht im Gegeneinander sehen. Ich glaube ja, die Stadt braucht den ländlichen Raum und die ländlichen Räume brauchen die Städte. Und das macht Volkspartei aus und das zeigen wir hier auf diesem Bundesparteitag gemeinsam. Daran würde ich gerne anschließen, weil ganz lange dachte man ja, ja, CDU als Volkspartei, die kann Großstadt gar nicht so gut. Sie haben das Gegenteil bewiesen. Was können Sie denn sagen, was braucht denn die CDU als Volkspartei, um in Großstädten erfolgreich zu sein? Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen geschlossen und entschlossen sein und tatsächlich die richtigen Antworten auf die Fragen geben, die die Menschen haben. Also nicht so sehr, was denken wir und was ist für uns gut, sondern was brauchen die Menschen, welche Sorgen und Nöte haben sie. Und in Berlin war das natürlich das Thema bezahlbares Wohnen, beschäftigt ja auch diesen Parteitag. In Berlin war es das Thema innere Sicherheit, wo die Polizei mehr Misstrauen als Vertrauen bekommen hat. Und seit einem Jahr, jetzt haben wir es hinbekommen, dass eine Silvesternacht in Berlin ganz ordentlich verläuft. Der 1. Mai zum zweiten Mal so friedlich in Berlin. Und daran sieht man, dass es hilft, wenn man die Polizei unterstützt. Und das sind so die Themen, sozialer Zusammenhalt, Wohnungsbau, vieles mehr, Armutsbekämpfung, aber auch die klassischen CDU-Themen, Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung. Da haben die Menschen einen Anspruch, auch in den Städten, und da müssen wir die Antworten geben. Und das haben wir in Berlin gemacht und das, glaube ich, war ganz erfolgreich. Genau, das ist also eine durchaus positive Zwischenbilanz nach einem Jahr. 2018 waren Sie hier in Berlin schon mal Gastgeber des Parteitags, aber da war die Situation ja noch ganz anders. Total. Da haben Sie in der Opposition gesessen, oder die CDU in der Opposition gesessen, das seit 20 Jahren. Und dann sind Sie jetzt der große Wahlsieger auch des vergangenen Jahres. Und wir haben in diesem Jahr, um den Bogen zu schließen, ja sehr, sehr viele Wahlkämpfe vor uns. Was gibt es da für Learnings draus oder was kann man sagen aus Ihrer Erfahrung raus, wie gewinnt man solche Wahlkämpfe? Na, vor allen Dingen zuhören. Man muss den Menschen zuhören, welche Sorgen und Nöte haben sie tatsächlich, aber man muss auch Antworten geben und Alternativen anbieten zu den, ich meine, in Thüringen dieser linke Ministerpräsident mit seiner linken Regierung, das ist ja nicht die Lösung, sondern das ist das Problem oder eins der Probleme von Thüringen in der Entwicklung. Und natürlich würde ich mir als regierender Bürgermeister von Berlin auch wünschen, dass ich in Brandenburg mal einen CDU-Ministerpräsidenten hätte. Da würde die Zusammenarbeit vielleicht noch besser laufen. Und Michael Kretschmer muss natürlich in Sachsen Ministerpräsident bleiben. Und dafür müssen wir jetzt gemeinsam arbeiten, mit zuhören, die Realitäten zur Kenntnis nehmen, welche Sorgen haben die Menschen und dann die Antworten geben. Und ich glaube, unsere drei wahlkämpfenden Verbände machen das ganz hervorragend. Sie bekommen die Unterstützung der Bundespartei und das ist am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Das haben wir in Berlin auch erlebt. Die richtigen Antworten geben und gemeinsam mit der Bundespartei kämpfen, dann gewinnt die CDU Wahlen. Und jetzt sind es ja nicht nur die Landtagswahlen, die anstehen und die Kommunalwahlen, sondern und wir haben auch den dritten Tag dieses Parteitags, der sich mit Europa beschäftigt. Also es steht ja dann alles im Zeichen Europas und Berlin als Hauptstadt. Wie ist da nochmal Ihr Blick auf die Europawahl, die kommende? Ja, Berlin ist ja nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern Berlin ist auch eine europäische Hauptstadt. Wir haben Menschen aus unterschiedlichsten Nationen hier, viele europäische Institutionen und natürlich profitiert Berlin auch von Europa, ganz massiv. Berlin ist die Stadt der Freiheit, Berlin ist ja die Stadt auch, die für
Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit ja wieder steht. Und ich finde, wir sollten alles dran setzen, dass dieses Europa ein starkes Europa bleibt. Es gibt ja Parteien mittlerweile, die Europa in Frage stellen. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten darf es nicht um Europa ja oder nein gehen, sondern es geht nur noch darum, wie stark kann dieses Europa sein, wie stark soll dieses Europa sein. Und da helfen uns Populisten von rechts nun gar nicht, die ja dieses Europa weiter schwächen wollen. Und gerade in Zeiten, wo wir über Unabhängigkeit, über ein starkes Europa reden müssen, braucht es die Europapartei. Und das ist die CDU schon immer gewesen. Und dafür sollten wir werben, für ein demokratisches europäisches Parlament, wo die Union am Ende wirklich auch da ganz stark die starke Kraft ist, die bürgerliche Mitte und nicht Populisten. Ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Kai Wegner. Ich danke. Viel Spaß noch beim Parteitag in Berlin. Dankeschön, auch so. Und wir geben jetzt ab zum Preis für innovative Parteiarbeit. Der läuft nämlich gerade in der Halle.